Komm, dann wirst du mal kurz ausweichend. Du kannst leider sonst nichts mehr tun. Du kannst nichts tun. Du hast kein Schild, aber du musst da stehen bleiben. Genau, der Schild nützt dir nichts, wenn du verbrennst. Rückzug! Wir werden alle sterben! Haltet einen kühlen Kopf! Oder ich sorge dafür, dass ihr ihn bekommt! Ja. Leute, die bluten, bluten halt. Warte. Schlagen. Ach, du kannst das Ziel jetzt nicht mehr erreichen. Na gut. Dann kauere dich halt hin. Du rennst durch die nächsten Fallen. Nein, tust du nicht. Aber wir können dich einfach erledigen. So. Du bringst den mal bitte um. Nein, tust du nicht. Na gut. Ich hätte den ja zuerst beschießen sollen. Na egal. Ich kann dich trotzdem umhauen. Komm schon! Wir schaffen das! Ja, oder er verbrennt einfach. Das geht auch. Erbärmlich. Schauen wir uns um. Bevor wir uns umschauen, plündern. So. Bevor wir den Questgegenstand nehmen. Plündern. Da haben wir nur noch Reichtümer, die können wir nicht mitnehmen. Da haben wir Reichtümer, die können wir nicht mitnehmen. Ein offensichtlich geheime Dings. Wir haben das Wichtigste. Was habt ihr da gefunden, Legate? Irgendwelche Aufzeichnungen? Was steht darin? Das ist seltsam. Diese Papiere sehen aus wie ganz gewöhnliche römische Briefe, aber ich kann sie nicht lesen. Warum sollte jemand so einen Unsinn schreiben? Es ist vielleicht kein Unsinn. Es ist möglicherweise verschlüsselt. Es könnte eine Ablegung sein. Ich kenne die meisten der üblichen Verschlüsselungen, Legate. Das hier passt zu keiner von ihnen. Vielleicht ist es wirklich nur Unsinn. Vielleicht können wir es nicht wissen, solange wir es nicht zumindest versuchen, sie entschlüsseln. Irgendwas müssen sie bedeuten, da bin ich mir sicher. Wir könnten versuchen, das Dokument im Lager zu entschlüsseln. Sicher können wir dort in Ruhe herausfinden, was es bedeutet. Ja, das wäre eine Option. Und die andere Option ist, wir gucken mal, was hier hinten die Wand sagt. Okay, die Wand sagt, wir brauchen einfach nur dagegen dotzen, dann ist sie kaputt. Was haben wir gefunden? Das sieht wie das Grab eines Pharaos aus. Ganz offensichtlich hat es seit Jahrhunderten niemand mehr betreten. Ja, dann. Eine Klinge des Eisenmeteoriten. Sehr schön. Machen wir erstmal Feuer. Das ist ja genau. Ich meine, das hier ist eine Grabstätte. Wer hätte erwartet, dass hier Grabstätten-Dinge sind? Gut, wir haben dieses Grab durchsucht. Wir können gehen. Wir müssen zum Lager. Wo wir jetzt mal wieder im Ladebildschirm sind, ich habe einen ziemlich recht schnellen Rechner. Ich will nicht wissen, wie viel Lager, also Ladebildschirme es
existieren, wenn... Nee. Kehrt zu einem Legionslager zurück. Da habe ich doch. Ich will nicht wissen, wie lange die Ladebildschirme sind, wenn sie dann tatsächlich mal nicht so aktiv sind. Ach, wir müssen wahrscheinlich zum Legio Victrix Lager zurück. Okay, wir haben ja jetzt gerade keinen. Okay, du bist noch dabei. Also von daher. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Überall sind die Ladebildschirme. Da müssen wir wohl darüber. So, wir haben eine Erfolgschance von auf jeden Fall 100%. Ja, du darfst. Wir können die gegnerische Moral runtersetzen. Jo. Oder wir nehmen einfach weniger Risiko in Kauf. Das ist, glaube ich, auch ganz okay. Ja, wir werfen die Pieler. Feindliche Linien brechen zusammen. Position halten. Wir wollen nicht plündern, wir wollen gewinnen. Wir können jetzt nochmal extra groß plündern. Religion ist siegreich, wir können Gnade zeigen. Nein, wir können natürlich auch einfach plündern. Das ist, verfolgen wir mir jetzt ganz recht. Komm, wir plündern. Diese Legion, also diese Gegner ziehen sich auf jeden Fall zurück. Diese Region müsste natürlich noch erobert werden. Ich vermute mal, dafür muss ich mit dem Primus Pilus sprechen. Ja, ich möchte da gerne rein. Bei der Gelegenheit. Du kannst. Sehr schön. So. Syneros, da bist du. Wie ich es mir dachte. Es war eine Liste. Aber die Buchstaben wurden auf eine sehr komplexe Art kodiert. So etwas haben wir selber noch nie genutzt. Wie komplex? Unnötig komplex. Ich würde sagen, wer das getan hat, ist dem Wahnsinn nahe. Sie haben mehrere Sprachen durchmischt und haben die Zeichen mindestens dreimal ausgetauscht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Babelfisch ist ja auch noch nicht erfunden. Ist das besser als unser System? Können wir davon lernen? Davon würde ich abraten. Damit dieses System praktisch nutzbar ist, muss man schon eine Art mathematisches Genie sein. Lass mich raten, eine Gehaltsliste. Nur eine Liste, sonst nichts. Eine Gehaltsliste. Er weiß eben, dass auch jene, die entschlossen sind, keine Spuren zurückzulassen, sich um ihre Finanzen kümmern müssen. Und das Beste ist, es ist eine Gehaltsliste für Spione. Decimus war nicht der einzige Verräter in der Legion. Das hatte ich befürchtet, aber ich hatte gehofft, dass es würde mich täuschen. Wie viele sind es? Das sind schreckliche Neuigkeiten. Ich hätte nie erwartet, dass warme Römer Verräter sein können. Immerhin kennen wir jetzt ihren Namen. Ah, wie viele sind's? Wenn man dieser Liste glaubt, mindestens 3 Dutzend. Aber wir können nicht wissen, ob die Liste vollständig ist. Was es noch schlimmer macht. Sie benutzen Decknamen. Also wissen wir nicht, wer sie sind. Aber wir wissen, dass die meisten eine Tätowierung tragen. So wie Decimus. Diese wertlosen Hunde. Es wird Zeit, sie auszumerzen, Legate. Es wird keine schöne Aufgabe. Nun gut, ruft eine Generalversammlung. Na, dann lassen wir die lasst uns die Ratten aus ihren Löchern treiben. Das wird sicher ein Spaß. Ich werde alle Männer zu einer Musterung rufen.
Yay, Musterung, das hat schon damals Spaß gemacht. Der glorreichen römischen Republik und des Senatus Populusque Romanus. Euer Legatus wird nun das Wort an euch richten. Hört gut zu. Ehrenwerte Legionari Roms, Freunde, Waffenbrüder Römer. Heute ist ein schwarzer Tag und ich muss sagen, mir bricht das Herz. Frohlockt, denn heute ist ein guter Tag. Fortuna lächelt uns. Ab jetzt wird unser Feind nicht länger einen Schritt voraus sein. Und mir bricht das Herz. Es hat den Anschein, dass unsere Legion im Auftrag des Feindes von Verrätern unterwandelt worden ist. Und das ist ein undenkbarer Schande, oder? Zum Alltag des Krieges gehört leider auch der Verrat. Er wird nie erwartet und doch müssen wir immer wachsam bleiben. Und weil wir heute wachsam waren, wissen wir, wer die Verräter unter uns sind. Aber ich glaube daran, dass jeder zu Sühne in der Lage ist, an jede, die euch an anderen Herren dienen. Ihr wisst, wie ihr seid. Ich gebe euch eine einzige Gelegenheit, eure Taten zuzugeben und Gnade zu bitten. Ein Verräter hofft immer, dass er länger lebt als derjenige, der ihn verraten hat. Da erwarte ich nicht, dass auch nur einer von euch vortritt, um zu stehen. Es sieht so aus, als wären unsere Feinde arrogant genug gewesen, sich selbst als Verräter zu kennzeichnen. Das wird die Aufgabe, die uns nun vorliegt, viel einfacher machen. Legionari! Legt eure Rüstungen und Kleider ab. Wenn ihr nicht das Zeichen der Verräter auf eurer Haut tragt, habt ihr nichts zu befürchten. Worauf wartet ihr noch? Ihr habt doch nichts zu verbergen, oder? Kesus befolgt gewohnte Stimme und seine unnachgiebige Art zwingen die Legionari zum Gehorsam. Der ungewöhnliche Befehl ist entwürdigend, aber am Ende ist es immer noch besser, nackt vor dem Legatus zu stehen, als Verräter gebrandmarkt zu werden. Bald starren euch tausende nackte Männer erwartungsvoll an, werden eure Zenturiones 2 Dutzend Verräter zu euch treiben. Einige der Spione bitten um Entschuldigung und beten zu jedem Gott, der sie erhöhen mag. Andere bleiben trotzig. Wir haben die Ratten gefunden. Diese Männer sind dafür bezahlt worden, eure Legion zu unterwandern. Wir können uns keine Risiken mehr erlauben. Wir werden das hier wie eine Dezimierung behandeln. Jeder Spion wird vom Rest seines Contribonius zum Tode geprügelt. Kümmert euch darum. Wir sind keine Barbaren. Hass erzeugt doch nur noch mehr Hass. Mit dieser Geruchlosigkeit kann ich ungestraft bleiben. Kesu sorgt dafür, dass sie aus dem Legion verstoßen werden. Sie sind nicht mehr unsere Familie. Von diesem Tag an sind keine Römer mehr. Die Götter mögen und gnadenlos sein, aber ich bin nicht. Aber ich bin nur ein sterblicher Synderos. Macht den Verräter klar, dass ich den Einzelnen von ihnen hätte der Kopf kürzer machen können, wenn ich es nicht gewollt hätte. Ich vergebe ihnen doch mit diesem Tag an Schulden, sie mir ihr Leben. Sie sollten es besser zu schätzen wissen. Nein, ich glaube, die Continuberniums dürfen ihren Spaß haben. Schließlich mussten sie auch ausgezogen. Haben sie auch entsprechende. Ja. Schande über sich ergehen lassen müssen und sich nackig machen müssen. Eine weise Entscheidung, Legate. Das hier ist noch nicht vorbei. Wenn Lurko hinter all dem steckt, müssen wir die Augen nach Spionen und Attentätern offen halten. Der Anführer von Vixi muss einer seiner Agenten sein. Wenn wir Loco mit Vixi in Verbindung bringen könnten, wäre das Ende der Senat, würde ich niemals durchgehen lassen. Ich werde diese selbstgefällige Arschloch finden und seinen Kopf im rostigen Brotmesser abschneiden. Ja. Ihr habt recht. Aber würde ein Mann wie er Aufzeichnungen seiner Beteiligung an sowas zurücklassen? Er ist viel verschlagener, als es sein Bruder war. Wir haben die Gehaltsliste. Wir wissen, dass diese Spione Loco viel Geld kosten. Geld, das er ohne Zweifel aus dem Handel mit Ägypten unterschlägt. Natürlich. Das ist der Grund, warum er diese wenig prestigeträchtige Aufgabe überhaupt angenommen hat. Und wieder einmal war Dominus Lucullus kurz davor, Lurkos kriminelle Machenschaften aufzudecken. Wenn es da ein Dokument gibt, gibt es auch sicher andere. Untersuch die Sache weiter. Kalida, wir müssen Loco welche mit Verbindung bringen. Wir werden unseren Feldzug gegen Ägypten fortsetzen und den Druck auf Loco erhöhen. Irgendwann muss er einen Fehler machen. Ja, wir versuchen es doch. Ich werde unseren Verbündeten in der Gegend Bescheid sagen. Auf diskrete Art. Ihr konzentriert euch so lange auf den Krieg. Schließt mit eurem Prätorian und die Befriedungsquest ab. Erledigt alle Hauptquesten. Was haben wir denn noch als Hauptquest? Okay. Wir müssen eben mit dem Primus Pilus sprechen. Na dann. Und wir müssen noch mit Sextus über die seltsame Waffe sprechen, die wir gefunden haben. In unserer Mitte. Ich hatte immer den Eindruck, dass Decimus verschlagen aussieht. Salvete, Legionari. Was habt ihr heute kaputt gemacht? Was haltet ihr von dieser alten Dolchklinge? Das ist mal was Besonderes. Wo habt ihr das gefunden? In einem uralten Grab unter einer großen Pyramide. Die Klinge ist aus Eisen. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen.
Ich glaube, zur Zeit der großen Pharaonen wussten die Ägypter noch nicht einmal, wie man Eisen verarbeitet. Erinnert ihr euch an den Meisterschmied, den ich neulich erwähnte, der sein Geschäft in Memphis hat? Ich würde ihm das mal zeigen. Er hat vielleicht eine Idee dazu. Naja, alternativ waren es einfach Aliens, die den Ägyptern gezeigt haben, wie sie die Pyramiden bauen und Eisen schmieden. Was? Braucht ihr etwas? Wir haben die hiesigen Truppen besiegt. Aber jetzt erhalten wir Berichte über einen Trupp von Söldnern, der Siedlungen in der Region überfällt. Ich verstehe nicht ganz, warum ist das unser Problem? Wir verwalten die Region nun und versprechen den Leuten Sicherheit und Wohlstand. Wenn sie regelmäßig von Banditen überfallen werden, haben sie keinen Grund, uns zu vertrauen. So beginnen Rebellionen. Söldner, sagt ihr? Warum hören wir sie nicht einfach an? Das haben wir versucht. Sie haben nur zu gerne unser Geld genommen, aber für uns kämpfen wollten sie nicht. Außerdem glaube ich irgendwie nicht, dass wir uns die Bewunderung der Einheimischen erarbeiten, indem wir uns von einem Trupp Schläger erpressen lassen. Doch, doch, das geht schon. Ich frage mich, was sie mit all den Dingen machen, die sie stehlen. Es gibt eine geheime Höhle, die sie als Lager nutzen. Naja, so geheim ist sie wohl nicht mehr, nachdem wir sie ja gefunden haben. Diese Höhle sollte unser Ziel sein. Na, dann machen wir ihnen doch mal klar, wer in der Region das sagen hat. Kein einziger von ihnen darf überleben. Das sollte allen anderen Möchtegern-Banditen eine Warnung sein. Ave Legate! Ja, dann. Bei der Gelegenheit haben wir noch eine Möglichkeit, Verbesserungen anzubringen. Nein, haben wir nicht. Ja, es war verdient. Eine Dezimierung war die einzig richtige Antwort auf eine Sache wie das. Guten Tag. Es wirkte damals eben einfach nicht. Das war eine große Sache. Wir wussten, wer sie waren. Gut, da haben wir dann wahrscheinlich die Höhle und da haben wir auch Memphis. Dann müssen wir sowieso rum, dann können wir auch bei Memphis mal ganz kurz Pause machen. Ein Brief von Kleopatra, eine kleine Schar Reiter passt euch euren Wegen ab. Um das zu bewerkstelligen, galoppieren ihre Pferde bis zur Erschöpfung. Die Kleider des Anführers mögen exquisit, aber das durch den Straßendreck kaum noch zu erkennen. Er gibt euch einen Brief, der das königliche Siegel der Kleopatra hält. Das Schicksal will es, dass unsere Interessen sich erneut decken. Wir treffen uns am Hof des Himmels. Macht euch sofort auf den Weg, denn es ist keine gute Idee, eine Göttin warten zu lassen. So verfüge ich, Kleopatra Philopator, rechtmäßige Königin Ägyptens. Ihre Majestät hat gelernt, dass Würze in der Kürze liegt, wie es scheint. Es wäre nett, wenn sie uns ein wenig mehr verraten hätte. Naja, vielleicht ist das ja auch genauso ein verschlüsselter Brief wie, naja, gut. Ja, sagt der Könige, dass ich treffe, wenn Zeit und so. Die Reiter verbeugen sich respektvoll, wenden ihre Pferde und verfallen wieder in wilden Galopp, der sie auch zu euch geführt hat. Auf die Art und Weise kriegt man natürlich auch Pferde kaputt. So. Dass er sich das nicht mal merken würde, das wäre echt schön. So. Wo ist denn jetzt dieser Schmied? Der ist doch da hinten irgendwo. Und wir haben noch freie Fertigkeitspunkte, stelle ich gerade fest. Die sollten wir vielleicht noch ausgeben. So, was kannst du denn noch reparieren? Schildwall, Schutzeng. Schildwall ist eigentlich wie gemacht für dich. Du kannst... Ja, zerschmettern ist gar nicht mal schlecht. So, 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 so. Du kriegst noch Gift dazu. Du könntest noch einen Marathon dazu kriegen, das ist auch nicht schlecht. Wirkt Niederbachen auf sich selbst. Jedes Mal, wenn ein Charakter einen Gegner tötet, wird sein Aktionspunkt aufgefrischt. Jo. Und ihr seid gerade nicht da.
Dann warten wir mal ganz kurz, bis die Leute herlaufen.